Hello and welcome to part 9. This is Lead Gaming speaking right here. Lean back and enjoy. New clothes, new look, guys. I'm dressed like it's St. Patrick's Day. Pissed myself under. Trying right now the bonus missions again, helping the poor. We made a nice preparation before for later in this mission by blocking the tubes. Sie wüten durch den ganzen Bezirk. Ihr Männer, zu mir! Let's see, taking out the first guy, okay, that was pretty easy. Taking out the second guy, perfect.
mein Herr! Ich hörte aus zuverlässiger Quelle. Such a snake. What a loser. Dem Wurm ist ein Rückgrat gewachsen. Jetzt ist er eine Schlange. Verdammt! Es war nur eine Frage der Zeit, das war mir klar. Aber das ging zu schnell. Oui, mein Herr. Die Assassinen sind gut organisiert. Aber nun sind wir im Vorteil, oder nicht? Sammelt die Wachen und macht Jagd auf diesen Assassinen. Bringt mir seinen Kopf. Okay, they are hunting me right now. Perfect. I'm ready, boys. Aber mein Herr, die Hälfte unserer Männer kümmert sich um die Aufstände der Bettler. This is the skill tree we talked about in one of our earlier pods. I need to double takedown to kill these guys easily. Good that I have a skill point left for this situation, and here we go. Right here, you can perfectly see that I am more than under-equipped for the fight. Be sure to upgrade your gear. What a jerk! Get here and fight like a man! Haltet eure Position, Männer! Thank you.
Geschenk mitgebracht. Ich hoffe, du hast etwas Ähnliches zu bieten. Diable! Na, na! Nicht so nah ran! Aha! Zu langsam! Verlasst ihr euch immer noch auf diese versteckten Messer? Schön, dich zu sehen, Assassine. Da bist du ja. Ich hätte wissen müssen, dass es so enden wird. Meine Anhänger haben ihre Augen überall, mein Herr. Ich biete euch ihr Wissen zum Wohle des Ordens. Welches Wissen könnte uns der Fürst der Gosse bieten? Die Intrigen von Ratten? Ihr dürft gehen. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich ihn nur töten könnte. Mein Meister würde das gerne arrangieren. Bruder. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Hierher! Und weg da! Es ist getan. De La Serre ist tot. Großmeister. Gut. Ah, ihr kommt gerade recht zum Beginn meiner Regentschaft. Regentschaft? Solange es einen Cours de Miracle gibt, gibt es auch einen Roi de Thune. Und da die Stelle unbesetzt war, sprang ich ein. Und bemerkenswert schnell, die Leiche ist noch nicht mal kalt. Ich mag die Dinge etwas zu rasch in Gang gesetzt haben. Sagt, als ihr im Cours de Miracle eingetroffen seid. Habt ihr mich benutzt? Euer Ziel ist tot. Wir nutzen uns gegenseitig. Ein hübsches Reich habt ihr da geerbt. Allerdings, nicht wahr? Nun, ist alles in Lot? Sind die Toten gerecht? Die Seele besänftigt, etc.? Nun, wohl noch nicht ganz. Jedes Mal, wenn ich denke, der Wahrheit näher zu kommen, scheine ich nur eine neue Schicht Schmutz aufzuwirbeln. Intrige! Eine sich schnell verdichtende Handlung. Fügt etwas Gewalt und lüsterne Priester hinzu und ihr habt den Anfang eines wunderbaren Romans. Eine handfeste Spur würde reichen. So jung. Und doch schon so ernst. Nun, ich wünsche euch viel Glück.
Das habt ihr euch doch bestimmt angesehen. Wo habt ihr das her? Einer meiner neuen Untertanen brachte es mir als ein Zeichen des Respekts, nehme ich an. Ein seltsames Stück. Ich kenne nur einen Silberschmied, der Metall so bearbeitet. Genau so eine Klinge tötete Monsieur de la Serre. Ich kann nur vermuten, dass euch das bekannt ist. Warum habt ihr nichts gesagt? Wo stünde der Mensch, wenn er nie Fragen stellen müsste? Wenn ihm alles, was er jemals wissen wollte, einfach gereicht werden würde. Er würde nicht mehr nachdenken und Fragen stellen. Oder er hätte vielleicht schon viel mehr erreicht, ohne die Bürde der Ignoranz. Vielleicht. Der Name des Schmieds ist François Thomas Germain. Ihr findet die Werkstatt nahe Les Arts. Hab Dank. Bonne chance. Thanks for watching our part 9. We are so happy you're still with us. We are Lead Gaming, and as always, see you in the next part.